Im Jahr 2011, genauer gesagt Ende des Jahres, entstand, man muss sagen, die erste deutschsprachige Website, die sich mit OER beschäftigt hat, CC Your Edu, und sie ist auch heute noch online. Und dahinter steht und stand damals Damian Duchamp, der uns jetzt erzählen kann, wie das damals war. Erstmal danke, dass du dir Zeit nimmst. Kannst du dich erinnern, was war im Herbst 2011, bevor es CC Your Edu gab? Was war vorher? Der Schock des Schultrojaners. Das war für mich der Auslöser, dass ich mich sehr intensiv mit dem Gedanken der Open Educational Resources beschäftigt habe. Ich war vorher schon in die Barcamp-Szene reingekommen über Archiv der Zukunft, wo heute nicht mehr so viel läuft, und hatte da einige der Akteure in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus kennenlernen dürfen. Und war darüber hinaus als ein anglophiler Mensch sehr im englischsprachigen Internet unterwegs und bin auf die Ideen von David Wiley gestoßen, einem Verfechter von Open Educational Resources. Und als diese Geschichte mit dem Schultrojaner aufkam, war ja das Entsetzen in deutschen Lehrerzimmern riesengroß, weil man nämlich auf einmal hörte, die Schulbuchverlage wollen eine Software auf den Schulrechnern installieren, um zu kontrollieren, ob die Lehrkräfte eventuell urheberrechtlich geschützte, nicht von den Verlagen lizenzierte Materialien auf diesen Schulservern speichern. Das wollte man unterbinden und da war der Aufschrei riesengroß. Und man hat sich natürlich in den Online-Foren ausgetauscht und ich hatte jetzt ja einige Kontakte über diese Barcamps, Thorsten Labich zum Beispiel. Und dann hatte ich gedacht, wenn in den USA so eine schöne, starke Bewegung von Open Educational Resources ist, warum gibt es das nicht auch bei uns? Und das Problem war, es gab in Deutschland ja noch keinerlei Anlaufstellen. Und dann habe ich gedacht, könnte man da nicht irgendwas machen? Und ich hatte eigentlich erst darauf gehofft, vielleicht Mitstreiter zu finden. Aber das Interessante ist schon, wie das auch heute später immer noch ist, so ein bisschen gibt es Schwierigkeiten, sich darauf zu einigen, wo will man eigentlich Open Educational Resources versammeln? Möchte man ein zentrales Repositorium oder möchte man nur irgendeine Plattform, über die die alle verlinkt sind? Das war damals so wenig gelöst, wie es eigentlich heute gelöst ist. Und nachdem ich keinen Mitstreiter finden konnte, der sich auf irgendwas mit mir einigen konnte, dann habe ich gedacht, okay, dann legst du einfach selber los. Und das war dann im November 2011, wo ich mir die Domain ccyouredu.de gesichert habe und dann habe ich mit WordPress habe ich eine Seite aufgebaut und ich dachte, so in diesem Sinne von ein Evangelist der Open Educational Resources, auch wirklich so ein bisschen an David Wiley orientiert, der damit ja in Amerika auch in die Lande gezogen ist, dass du das auch erstmal erklären musst, was ist das? Und dann habe ich auf der Seite versucht, die Lizenzen zu erklären und wie erstellt man Open Educational Resources, wie kann man sie nachnutzen? Und ich hatte dann auch noch die Idee, dass ich so eine Art, so ein Mini-Blog mache, wo ich aus Twitter so aufschnappe, was ich über dieses Thema finde, was für den deutschsprachigen Raum interessant ist. Und was ich dann gemacht habe, weil ja eben meine Idee auch war, Materialien zu sammeln oder zumindest eine Anlaufstelle zu schaffen, dann habe ich mit Google-Suche nach Begriffen wie OER, da kam natürlich ganz viel dieser Begriff Oerschwick, ich weiß nicht genau, wie der Ort heißt bei Dortmund. Das kam ganz viel, aber wenn man dann Google geschickt einsetzt mit Plus und Minus und Begriffe ausschließt, und dann kam ich eben auf diverseste Seiten, die das angeboten haben, und ich habe dann angefangen, so eine kuratierte Liste zu erstellen, wo man einfach zu verschiedenen Fächern oder fächerübergreifend diese Materialien finden konnte. Und von daher war meine Seite am Anfang schon so eine Anlaufstelle, wo man in dieser Anfangszeit Materialien finden konnte. Ich kann nichts sagen über Zugriffszahlen, da ich aus Datenschutzgründen da jetzt nicht so irgendwelche Google Analytics oder so eingebunden habe.
aber ich wurde zumindest Man kann ja bei schon sagen, Mutter. dass es war ja damals eine Adresse, die einfach überall rumgereicht wurde, auch als einfach einzige Anlaufstelle über Jahre, die das eben einmal gründlich erklärt hat. Noch einmal einen halben Schritt zurück. Wie kann man sich das vorstellen? Hast du dann da abends und am Wochenende gesessen und das zusammengebaut? Genauso, ich habe im Prinzip so wie so eine emsige Biene, habe ich die Seite gestrickt und dann habe ich jeden Tag, wenn ich Zeit hatte, habe ich das Internet nach OER durchforstet und mir die Seiten natürlich angeguckt, ob das tatsächlich die Lizenzen hat und dann entsprechend auf der Seite verlinkt. Und das dann wieder in dieses Blog. Und wichtig war, ich hatte mir auch einen Twitter-Account dazu gemacht und das dann eben auch mit diesem Hashtag entsprechend auch wieder dadurch in das Internet gepustet, in der Hoffnung, eben Leute zu finden, die dann darüber die Seite besuchen. Aber mir ging es jetzt nicht darum, dass ich damit irgendwie bekannt werde oder ein deutscher David Wiley, das war jetzt nicht mein Ziel, ne? Und das lief dann auch eine ganze Weile, bis ich dann selber eben durch Krankheit im März 2012 erstmal weg war vom Fenster. Ich habe dann zwar noch ein bisschen verfolgen können, was in der OER-Szene lief, muss aber sagen, dass ich so ein bisschen dadurch, weil ich war über ein halbes Jahr, war ich außer Gefecht, dass ich auch ehrlich gesagt den Anschluss verpasst habe. Und ich habe dann hinterher noch ein bisschen gepflegt und auch immer mal wieder Links aktualisiert, aber es ist mittlerweile alles ein bisschen verwaist. Aber das ist dann ja doch relativ schnell passiert. Wir haben eben gesprochen von November. Im März musstest du schon zurücktreten, da in dem Fall daran weiterzuarbeiten. Aber das heißt, diese ganze Website ist ja, naja, in einer Jahreszeit, im Winter entstanden dann. Es war der Winter 2011, 2012. Und wenn ich das richtig jetzt einordne, du hast dann relativ schnell losgelegt und nicht gewartet, bis man irgendwelche Verbündeten oder Zusammenschlüsse findet. Wenn ich Nein, das erinnere, war das damals ja genau. auch in der Diskussion. Da war noch Matthias Heil, ne, der hatte sich da auch ein bisschen engagiert und ich habe versucht, irgendwie mit denen übereinzukommen, aber das sah mir nicht danach aus, weil die Vorstellungen zu unterschiedlich waren. Und dann habe ich gesagt, bevor ich jetzt lange warte, legst du einfach los. Und dann ist das halt entstanden. Das ist jetzt 9 Jahre her. Quasi Jubiläum, also für die Nachwelt, wir zeichnen das auf im November 2020. Ich habe jetzt vor unserem Gespräch nochmal da durchgeklickt. Ich meine, das meiste ist ja so basic, dass das auch heute noch funktioniert und gilt und so weiter. Auch wenn sich sehr viel getan hat, es ist jetzt gar nicht so, dass es sich wie ein Museumsstück anfühlt, sondern tatsächlich ja noch funktioniert. Kriegst du heute noch Rückmeldungen dazu? Ab und zu mal ein Hinweis, dass ein Link nicht funktioniert. Das kommt schon mal. Aber so wie das in der Anfangszeit war, dass sich tatsächlich auch Leute gemeldet haben, die eigene Beiträge eingestellt haben wollten, also verlinkt haben wollten, das ist heute nicht mehr. Aber gut, es hat sich natürlich die ganze Sache auch kräftig weiterentwickelt, Gott sei Dank. Ja. Ja, also es war die erste Website, aber dann zum Glück nicht die letzte. Das ist ja eine bis heute aber tatsächlich offene Frage, wie man Grundsatzinformationen, Anlaufstellen, Verzeichnisse oder Suchmöglichkeiten etc. in dem Feld aufbauen kann. Hast du noch was du sagst, das müssen wir noch in die inoffiziellen Geschichtsbücher schreiben zu OER? Die offiziellen Geschichtsbücher. Also ich trage das Fähnchen der Open Education Resources natürlich immer noch weiter als Medienberater, beispielsweise wenn ich in Schulen bin und Fortbildungen mache, an meiner eigenen Schule. Und selbstverständlich sind viele der Inhalte, die ich heute produziere, wie zum Beispiel meine Datenschutz-Webseite, alles open. Also im Sinne von Open Educational Resources kann man das verwenden. Und selbst mein Blog, was ich längere Zeit über meine Hunde geführt habe, habe ich dann gedacht als Lehrer, Moment, die Informationen, die ich da aufbereitet habe über Hunde, das könnte doch bei Recherchen für Schüler, die über Hunde was suchen, interessant sein und dann können sie das verwenden. Dann lass uns noch einen kurzen Schlenker zum größeren Kontext machen. Wenn man sich die Abteilung About, also über im Blog anschaut, dann steht da
Ich glaube, seit 9 Jahren unverändert. CCJUEDU wird derzeit von Damian Duchamp, einem Privatmann, betreut. Mit dieser Webseite werden keinerlei finanziellen Interessen verfolgt. Sie stehen in keiner Verbindung zu irgendeiner Firma und ist werbefrei. Damian trägt gegenwärtig die Kosten von 0,56 Euro pro Monat für die Domain. Ist das noch aktuell? Ja. Kann ein bisschen teurer geworden sein, aber... Diese Webseite möchte nichts anderes als die Creative Commons-Idee als Teil der OER-Bewegung im Bildungsbereich fördern. Dazu möchte sie diese Idee unter den in der Bildung aktiven Personen verbreiten. Und das hört sich, finde ich, wenn man dich jetzt kennt und deine Arbeit ein bisschen, finde ich viel zu nüchtern und technisch an. Du hast eben ganz kurz das Archiv der Zukunft erwähnt. Das war ja nicht Leute, die irgendwas mit Lizenzen, nicht mal mit digitalen Medien groß gedacht haben, sondern grundsätzlich Bildung neu denken wollten. Wie war für dich da dieser Zusammenhang zwischen dieser eigentlich relativ in Anführungszeichen banalen technischen Idee hinter OER und dem Gedanken, Bildung neu zu machen? Ja, für mich bedeutet Open Educational Resources eben auch Befreiung der Inhalte. Diese, was mich unheimlich stört an Bildungsmaterialien aus den Verlagen, ist eben als Englischlehrer beispielsweise, dass wir ein festes Korsett haben, wo bestimmte Inhalte reingepackt sind. Und ich hätte lieber die Möglichkeit, modularisiert zu arbeiten. Und da habe ich zum Beispiel immer eine Chance gesehen, dass Open Educational Resources diese Fesseln sprengen können. Schönes Schlusswort. Lassen wir jetzt einfach da so stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Alles Gute dir weiterhin. Und gucken wir mal, ob die Website in 10 Jahren auch noch da ist.